Centerfield gewesen bei mir. Brett Gardner ist da. Ist Left Field. Nix Fischer ist auch da. Ist Right Field. Und im Center ist normalerweise Robinson, scheiß die Wand an jetzt, Curtis Granderson, so. Aber den habe ich jetzt doch gerade beim Schlag gesehen, ey, was soll das denn? Okay, naja, wird schon so seine Richtigkeit haben, weil auf 3 ist Alex Rodriguez, auf Shortstop ist Ramiro Peña, oder wie er heißt? Ramirez Peña. Nein! Alter, komm, den kriegst du. Boah, nochmal Glück gehabt, ey. Ich hab schon gedacht, ein Home Run jetzt, ey. Scheiß, die wandern. Nee, und auf 2 müsste eigentlich Robinson Cano stehen, aber den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kann sein, dass vielleicht Curtis Granderson auf die 2 gerutscht ist? Kann natürlich auch möglich sein. Ne? Und auf 1 natürlich dann Mark Teixeira. Ja. Und Posada ist ja Catcher und CeCe Sabathian ist ja Pitcher. Keine Ahnung. Wird alle seine Richtigkeit haben, auf jeden Fall. Meine Manager, die machen keine Fehler. Ach komm, schmeiß die einmal hin, ey. Macht immer so Spaß. Und nochmal, komm. Genau. Mach dich dreckig. Nochmal ein Change-Up ausprobieren. Sehr schön, 2 aus. Adrian. Ey, ich wusste es, ey. Alter, es gibt's doch nicht, oder? Ey, das ist doch so krank, ey. Ist der schon wieder im Arsch? Chamberlain? Weil wir haben erst das Warm-up, müsst ihr aber machen. Scheiße. Okay. Das gibt's nicht, ey. So ein verfluchter Scheißdreck, ey. Und ich weiß, ich wollte den extra nicht so lange drin lassen. Weißt du, wir haben das dritte Inning. Ich dachte mir so, bis zum 4. Nehmen ihn dann mal raus oder so, ne? Oder bis zum 5. maximal. Macht er jetzt schon wieder schlapp, ey. Ich glaub's nicht. Und ich habe ihn dann normalerweise auch gar nicht irgendwie, dolle Würfe gemacht. Fuck, ey. Boah, das sowas ist zum Kotzen, oder, ey? Jetzt kann sich alles ändern, ohne Spaß. Hoffen wir mal nicht. Mike Napoli. Das ist Mike Napoli. Sehr schön. Noch besser. Und jetzt kommt nochmal ein Fastball. Nee. Sehr schön. War nochmal Glück gehabt, ey. Das ist doch Robinson Cano. Glaube ich nicht. Boah, ist vielleicht ein Fehler im Spiel. Das ist einfach. Aber das kann. Verstehe ich echt nicht. Wer ist denn dann krank, ey? Mal kurz überlegen nochmal. Der ist da. Nur der Reader ist nicht da. Dafür ist ja Ramirez Peña. So. Aber, ach, lass doch. Scheiß der irgendwas drauf. Hauptsache, wir spielen das Spiel und gewinnen es hoffentlich. Go Yankees!
So, du darfst gerne nach 2 laufen. Boah, Chavis? Ja, sicher. Sehr schön. Ah, nochmal Glück gehabt, ey. Ich dachte schon gerade. Das wird aber sehr, sehr eng. Aber kein Problem. So, Alex. Von dir erwarte ich jetzt mal einen anderen schönen Ball. Ein Home Run am besten. Oh, ein Walk. Warum kriegt er denn jetzt einen Walk, ey? Was Schiss bekommen, ey. Fuck, was hat er denn für Bälle, ey? Oh, ich muss mal kurz... Boah. Alter Vater. Was hat der denn für Bälle, ey? So einen richtigen Unter... von unten wirft der. Das hilft euch leider nichts. Hätte mal Alex Rodriguez geschlagen, der hätte auf jeden Fall keinen Homerun gemacht, ey. Aber gut. Darum steht es jetzt 5:0. Im dritten Inning, ein Aus erst. Aber so ein Pech, ey. Oh. Ich bemitleide euch richtig. Jetzt. Ne. Schade. Normalerweise ist es auf ihn und doch ein bisschen Verlass drauf. Der hat eigentlich normaler, also wirklich gute Bälle. Mal gucken. Fast wie Minigolf, ey. Oh, jetzt haben die Frames aber gerade gezuckelt, ey. Fumble. Ja, das war jetzt ein Ball, hallo. Hab ich sogar gesehen, ey. Aber der hat echt einen komischen Wurf drauf. Das kann nicht wahr sein, ey. Sehr schön, ey. Sechstes. Am besten er jetzt auch noch eins hinterher. Schade. Sah er so gut aus, als würde er in die Strike Zone fliegen. Na, schade. Sowas ist unmachbar. Das schafft man einfach nicht. Das ist einfach Tatsache. Außer, der auf 2 würde halt auf ein, nach 1 werfen und der auf 1 würde halt schlafen. Also halt, ne, das verpassen. Oder halt, der auf 2 würde so doll werfen oder halt krumm werfen oder irgendwie zu hoch, dass er auf 1 es nicht fängt. Dann hat man eine kleine Chance. Maximal. 94 mph. Two-seam fastball. Der Ball. Der Bälle. Sehr schön. So, jetzt haben wir Michael Young. Und der wird, denke ich mal, schlagen. Oh, was soll das denn? Hallo? Ah, ist aber unnötig gewesen, oder? Fuck!
Was ist denn jetzt los, ey? Jetzt, komm, wenn jetzt nochmal ein Ball ist, dann... Okay, Vorball. Ja. Sehr schön. Und jetzt, was will er nochmal? Oh, nee. Ich will lieber einen Curveball. Was ist das denn? Sehr schön. Zweites Aus im vierten Inning, 6-0 für mich. Ja, genau, für mich. Endlich. Mitch, was? Moreland? Moreland. Die haben alle so komische Namen da, ey. Ich verstehe das gar nicht. Moreland und wie sie nicht alle heißen, ey. Das ist ja, haben wir auch schon irgendwann schon mal gesagt. Die kann man kaum aussprechen, ey. Entweder bin ich einfach zu doof dafür. Oder die sind einfach so scheiße, die Namen, ey. Manche hören sich ja gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, also... Trustable Andy Petiti. Und mein Pitcher, den ich habe. Ich weiß nicht, wie ich den richtig aussprechen soll. Andy ist klar, Andy. Aber Petiti? Keine Ahnung. Ich sage einfach Petiti dazu. Andy Petiti. Und der geht eigentlich. Ramiro Peña. Das ist einfach. Boah, er hat noch keinen Punkt gemacht. Nichts, ey. Immer Flyout und sowas alles. Sowas von grottig eigentlich, ey. Tut mir leid, wenn ich über so einen Spieler rede aus meiner Mannschaft. Aber das ist wirklich schon Blamage, könnte man sagen, ey. Das weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den überhaupt... Ich muss mal gucken, ey. Das bringt ja überhaupt keine Leistung, ey. Das ist halt ein Leistungssport hier, hallo? Oh, fuck, ey. Gut, da können wir noch ein paar andere rauswerfen, die auch nicht so ihre Leistung bringen. Mal gucken, vielleicht, wenn ich die 150. Folge gemacht habe, dass ich dann halt ohne Aufnahme halt dann so für mich ein paar Leute neu reinmache, ein paar rausschmeiße, um halt dann, wenn ich wieder anfange, mit der zweiten Staffel, könnte man eigentlich sagen, von MLB. Zweiten, ne? Ja, Staffel können wir mal. Ja, doch, Staffel. Dass ich dann halt vielleicht neue Spieler, vielleicht ein paar neue hab. Mal gucken. Aber wir wollen ja auch natürlich so weit wie möglich kommen und auch gewinnen. Und dann halt auch vielleicht in die World Series es schaffen. Schade. Sehr schön. Curveball, noch einer. Versuchen wir es nochmal. Sehr schön. Und ein Two-Seamer. Fuck die Wand an. Schade, schade, schade. Ey, das war jetzt... Oh. Ich dachte gerade schon. Ah, hätte klappen können. Okay. Chamberlain with the delivery. Extra gemacht. So. Nochmal versuchen. Sehr schön. Und ein Fastball. Der Finn. Alter. Double Play. Das habe ich noch nie gemacht, ey. Erst auf 1 und dann auf 2. Cool.
Ian Kinsler. Schade. Hätte er so gut klappen können. Jetzt aber Slider. Genau, den kann er. Was kann er eigentlich am besten? Warte mal, guck mal, steht